Hallo zusammen, ich habe in letzter Zeit, das heißt die Videos, da seht ihr mich noch mit Pullover, die sind alle so aus dem Februar, Videos gemacht über Schränke mit Digitalthermostaten. Und da habe ich sehr viele Anfragen und auch Anfragen, ob wir das nachrüsten können. Und ich habe einen Kühlschrank von Dometic, Indel, Vitrifrigo, Kissmann und alles, was dazugehört, ob ich diesen Thermostat auch dazu liefern kann. Jetzt haben wir ein Nachrüstkit gebaut und das Kit besteht aus einem Katalog, braucht ihr nicht, dem Elektroschema, was dazugehört, einer Kartonschachtel, wo der Thermostat drin ist, original. Dazu gibt es eine Anleitung, zwei Anleitungen mit Gefahrenhinweis und so weiter, könnt ihr euch reinziehen. Und diese zwei Klammern für die Befestigung, den Thermostaten, den kann man ja in ein Loch reinschieben und hier so fixieren. Je nach Dicke kann man das reinschieben. Das wäre dann diese Klammern. Dann habe ich eine Befestigungsöse, Bride. Das ist einfach so ein abgewinkelter Chromstahl. Hier habt noch eine Schutzfolie drauf. Hiermit kann ich diesen Fühler befestigen. Muss nicht sein, könnt ihr einen Kabelbinder anmachen, ist kein Thema. Irgendwo mit dem Kühlschrank. Ja, jetzt kommen wir zur Montage von so einem Kühlschrank. Das ist jetzt ein 3-Meter-Teil. Also das heißt, ich habe ein Chaos mit dem Kabel. Ich habe 3 Meter Kabel. Und zwar habe ich hier die Sonde. Die kommt in den Kühlschrank. Mittig Kühlschrank ist das ideal. Aber ich sage immer, irgendwo auf der Seite oder hinten an der Rückwand. Da nehmt ihr so einen Kreuzschlitzschraubenzieher, setzt den vorne an dem Kunststoffgehäuse, was meistens der Fall ist, an und dann mit dem Schlag bis hinten durchs Blechgehäuse durch. Und so könnt ihr hinten dann den Graten und ihr könnt die Sonde einführen, mit dieser Bride die Sonde befestigen oder auch am Gitter befestigen mit dem Kabelbinder. Das Loch wieder zukippen und dann messen wir hier die Innentemperatur. Hier habe ich verschiedene Kabel, das ist ein Steuerkabel, ein 4-mal mit Erde. Das ist jetzt hässlich, da sagt ihr jetzt wieder Erde, ja das geht ja gar nicht, aber es geht. Ich komme gleich wieder. Ich habe ein Kabel gefunden. Und zwar in der Regel ist oben Plus und Minus von dieser Danfoss-Sekop-Steuerung angehängt. Ich hoffe, man sieht. Hier oben Plus und Minus ist angehängt. Den Rest könnt ihr alles weglassen, wobei hier kann sein, dass es noch Licht hat. Aber auf der Klemme C und also T wie unten Theodor und C. Hier kommt der Thermostat drauf. Und diese Kabel könnt ihr abhängen. Und da kommen diese zwei Kabel drauf. T und C. Unten einstecken. Dann läuft der Kompressor auf 2000 Umdrehungen. Nach Datenblatt zieht er, macht. Und hier habe ich die Möglichkeit, der wird auch mitgeliefert, ist ein Widerstand. Den kann ich auf T einstecken, so, und hier unten dazwischen hängen. Dieser Widerstand hat 1500 Ohm und somit läuft dann der Kompressor auf 3500 Umdrehungen anstelle von 2000. Das Ergebnis ist, ich habe wesentlich mehr Kühlleistung, ich habe auch mehr Stromverbrauch und ich habe den schlechteren Wirkungsgrad. Nur wenn ich natürlich einen großen Kühlschrank habe, dann muss ich den dazwischen hängen.
kommt natürlich hier drauf. Der alte Thermostat hängt zwischen C und T. Und hier habe ich solche Doppelfahnen. Das Kabel mit der Klemme 1, das kommt hier auf Plus. Das kann ich dann hier einchecken. Und das mit dem Erde ist die Masse, kommt auf Masse oder Erde. Masse. Und hier dazwischen. Und hier ist wichtig, dass Sie hier, obwohl die offen sind, keinen Kontakte kriegen. Also immer nicht zusammenhängen, sonst habt ihr einen Kurzschluss. Und jetzt müsste man eigentlich eine Batterie haben oder sowas. Und ich kann jetzt hier diesen Kühlschrank anhängen. Nicht so, das ist jetzt hier zum Demonstrieren. Und hier zeigt es mir dann die Temperatur an von 26 Grad. Der Kompressor fängt an zu laufen. Den schalte ich jetzt hier ab, weil der ist lose. Und hier über diesen Knopf, wahrscheinlich, jetzt habe ich wieder diese Sony Z3 Kamera, das ist scheiße, die blinkt so komisch, habe das noch nicht hingekriegt mit der Einstellung. Hier über diesen Knopf ein, aus, kann ich dann den Kühlschrank ein, lange drücken, dann ist er aus, brennt noch ein kleines Lämpchen, oder wieder einschalten. Also ich habe hier einen Einschalter für den Kühlschrank. Und wenn es nicht will, dann will es nicht, ist egal heute. Lange drücken. Und so ist der Kühlschrank wieder an. Und über Set einmal drücken, sorry, zweimal drücken, kommt die Ist-Temperatur, 4 Grad. Und da kann ich dann raufstellen oder runterstellen. Ja, so können wir das anbieten. Das Set, alles zusammen, kostet 120 Euro, beziehungsweise in der Schweiz 120 Franken mit dem 3 Meter Kabel. Wir haben momentan keine 5 Meter Kabel mehr, aber ich sag mal, in 3 Meter kommt man weit. Ihr könnt auch diese Kabel hier einfach verlängern. Kabelverlängerung. Punkt. Ja, das soll es gewesen sein. Ich mache euch hier oben einen Link von dieser Batterie. Das ist unsere Lithium-Batterie, die wir im Sortiment haben. Hier, hier und hier irgendwie ein Kühlschrank mit dem Digitalthermostaten. Ich wünsche euch einen schönen Tag.